Gut, gut. So, meine Damen und Herren, damit begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung. Entschuldige mich für diese Probleme mit der Verteilung. Leider habe ich ein bisschen mich verirrt und die Materialien waren, sind eigentlich mehr, als ich selbst gedacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich hier früher, weitaus höher kommen sollen, aber ich entschuldige mich und ich begrüße Sie natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Ich werde jetzt natürlich eine Rekapitulation machen von dem, was ich verteilt habe. Ich habe mit Sicherheit Materialien für alle. Möchte zuerst mich vorstellen. Mein Name ist Gianluigi Segalerba, wie Sie in diesem Dokument da finden können. Wo der Vortrag vorgestellt ist, in den Hauptpunkten, die ich heute zu behandeln sein werden. Unter anderem gibt es die Angaben bezüglich meiner E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer, im Falle, dass ich kontaktiert werden sollte. Sie können mich immer kontaktieren, das heißt auch natürlich nur, natürlich besonders nach den nächsten Tagen, wenn Sie vielleicht einige Ideen haben werden, einige Eindrücke. Der jetzige Vortrag wird hoffentlich aufgenommen von dieser Einrichtung und wird auf die Webseite, die hier sehen können, hochgeladen. Dort werden Sie auch andere Materialien finden bezüglich dieses Vortrages und bezüglich auch anderer Vorträge, die ich im Rahmen von University Meets Public gehalten habe. Diese sind einige der sozusagen der bürokratischen, organisatorischen Aspekte. Jetzt möchte ich eine kurze öffentliche Rekapitulation machen von den Materialien, die Sie bekommen haben bzw. bekommen hätten sollen, denn ich glaube, ich habe mich ein bisschen verirrt. Haben Sie, die Materialien, die ich verteilt habe, beziehen sich auf einige platonische Dialoge. Ich habe hier einige Materialien von einigen Ausgaben. Diese sind nicht die einzigen, aber es sind einige Ausgaben der platonischen Dialoge. Die Fotokopien, die ich heute verteilt habe, stammen aus diesen, alle aus diesen, habe das gemacht, um keine Verwirrung zu kreieren, stammen alle aus diesen Reklamausgaben. Aber natürlich gibt es viele Ausgaben bezüglich der platonischen Dialoge, viele Übersetzungen. Mit der Ausnahme aber von diesem Text, das heißt Aristoteles de Anima, das ich am letzten verteilt habe und ich werde dann erklären, weshalb. Um eine kurze Rekapitulation zu machen, möchte ich Ihre Schaften darum ersuchen, ob Sie zum Beispiel, zu kontrollieren, ob Sie zum Beispiel diesen Text aus Platons Symposium bekommen haben. Es handelt sich um einen ziemlich großen Folder, Platons Symposium. Wer nicht hat, kann sofort fragen. Und eins oder zwei? Sie haben nicht, Entschuldigung. Gut, Platons Symposium. Dieser Text, als Titel hier hat, Sokrates Preisrede auf Heros. Dieser Text stammt aus, Entschuldigung, Platons Phaedros. Haben Sie alle bekommen? Nein? Entschuldigung. Bitte sehr. Zwei oder? Eins. Gut. Sie haben nicht? Sokrates Preisrede auf Heros. Ach doch. Ja. Wer nicht hat, kann natürlich fragen. Es ist kein Problem von Fotokopien. Ich habe mit Sicherheit für alle. Dann sollten Sie alle bekommen haben, diese Texte, Phaidon mit 64 hier geschrieben. 64. Sie haben das nicht? Entschuldigung. Ja, 64, glaube ich. Achso, 64, sorry.
Sie haben das nicht? 64. Sie haben das? Haben Sie alle? Ah, bitte so. Kein Problem. Dann dieser Text immer von Phaidon, aber diesmal ist 78. 78. Es ist immer Phaidon, aber diesmal 78. Also Sie sollten zwei verschiedene Dokumente über Phaidon bekommen haben. Sie haben das nicht. Bitte sehr. Kein Problem. So, dann schauen wir, was wir noch haben. Die Vorstellung vom Vortrag haben Sie alle. Vortrag, Platon, Seelentheorie. Sie haben das nicht. Zweimal. Bitte sehr. Gut. Dann, was haben wir noch? Dann haben Sie das mit dem 9. Buch, es ist die Republik oder Staat. 9. Buch, Seite 424. Sie haben das nicht. Das habe ich vielleicht nicht verteilt, irrtümlicherweise. Bitte? Bitte sehr. Bitte. 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 Und bitte schön. So. Dann schauen wir nach. Entschuldigung. 4. Buch haben Sie. Ein Dokument mit 4. Buch. Das stammt aus Platons Republik auch. 4. Buch haben Sie. 4. Buch. Viertes haben Sie. Ah, Sie nicht. Sie nicht und Sie nicht. So. Natürlich werde ich nicht von allen vorlesen können, aber so können Sie auch. Dann, nochmal. 9. Buch, aber mit dem Anfang vom Buch. 9. Buch, es ist immer die Republik, der Staat. Bitte? 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 Bitte sehr. Nein, das ist so. Dann. Haben Sie? Nein, das. Bitte? Ja, ja, es gibt zwei. Es gibt zwei. Das heißt, sind, beziehungsweise sind der Anfang und das Ende von 9. Buch von Staat. Sind beide wichtig. Dann Platons Lebensangaben, haben Sie alle, dieses Dokument. Platons Lebensangaben. Platons Lebensangaben. Platons Lebensangaben. Ich glaube, ich habe die 5 von 9. Ah, ich gebe ihn. Kein Problem. Kein Problem. Danke. Platons Lebensangabe haben Sie alle. Dann. Noch etwas. Schauen wir. Das von University Metz Public. Es ist nicht so wichtig. Haben Sie alle. Sonst sind Sie da. Das heißt, das ist da. Das über die Anima, es ist dieser Text da, es beginnt mit Buch 2, Buch 2 hier. Das ist Aristoteles, Stetzasson. Jetzt sieht das. Hier, über die Seele. Es ist diese. Ja. Ja. Dann. Dann noch etwas, das heißt Platons Werke, erster Chronologievorschlag.
Und Platons Werke, zweites Chronologievorschlag. Sie sollten zwei hier haben. Nein, das nicht. Das ist nicht so wichtig, aber es ist nur. Das haben Sie nicht. Bitte. Gut, machen wir es. Das haben Sie nicht. Zweiter. Entschuldigung. Gut. Und gut. Was haben Sie? Zweiter. Zweiter. Und zweiter. Hier sieht was am Ende. Dann. Dieses Dokument da, endlich, Schema über die Ideen, haben Sie alle? Nein? Danke. Schema über die Ideen. Bitte? 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 Ja. Sie haben das nicht? Bitte, Entschuldigung. Und dann, Entschuldigung, bitte sehr. Bitte. Sowieso. Wie gesagt, das ist nicht ein Problem von. Und endlich, ich glaube, hier habe ich einen Fehler gemacht. Denn, bitte? Ja, in der Tat, ich muss da ankommen. Das heißt, das siebte Buch haben Sie bekommen. Siebtes Buch, Vorstart. Siebtes. Zweimal. So, jetzt muss gut. Gut. Jetzt können wir wirklich beginnen. Ich entschuldige mich für diese Verspätung, aber leider sowieso, ich glaube, wir haben Zeit, zumindest für all diejenigen, die von Ihrer Schaffung sich die bleiben wollen mit den Fragen. Ich glaube, bis 9 Uhr, das heißt, bis 9 Uhr werden wir nicht vertrieben. Gut. Dass ich glaube, jetzt ist es so, dass alles sollten geklärt worden sein. Texte, die ich verteilt habe, werde ich natürlich nicht alle kommentieren können, denn sie sind wirklich sehr viele. Sie können aber einige Aspekte erklären über dieses Problem von der Seele, von der Seelekomposition bei Platon, vom Kontrast über zwischen den Teilen der Seele. Um eine kurze Vorstellung zu machen. Die Texte von Phaidon sind zum Beispiel interessant, weil sie am meisten erklären die Differenz zwischen Seele, Körper, Geist, Körper, Geist, Körperhaftes und so weiter. Das heißt, dort wird der Kontrast zwischen diesen Teilen, dieser unheilbare Kontrast, es ist mehr als Kontrast, es ist wirklich ein Zwist zwischen Seele, Seelenhaften und Körperhaften am besten erklärt. Es handelt sich um zwei verschiedene Stellen, das heißt, sie folgen sich nicht unmittelbar. Phaidon 64 ist fast am Anfang, wie Sie dann sehen können, wo Phaidon ist, also Sie werden konfrontieren können. Phaidon 78, 81, der zweite Text, den Sie alle, das heißt, Sie sollten alle zwei Teile von Phaidon haben, befindet sich in einem von den wichtigsten Teilen von Phaidon, wichtigsten Sektionen, Abschnitten von Phaidon bezüglich der Ideen.
der Ideen, es wird gesagt, dass es Ideen gibt, dann es wird gesagt, die Seele gehört zur Sphäre der Idee und die Seele wird dann opponiert dem Bereich vom Körper. Deswegen habe ich auch gedacht, es ist besser, wenn ich auch etwas verteile über einige mögliche Interpretationen von den Ideen. Dass der Text Schema Ideen sollte dieses Text, diese Probleme sozusagen zu integrieren. Die Texte vom Staat, die ich verteilt habe, stammen aus verschiedenen Büchern. Das heißt, aus Buch 4, wo die Dreiteiligkeit der Seele, es ist das Ende, das Mitteende vom Buch 4, vom Staat, von der Republik. Ich verwende normalerweise Republik aus Gewohnheitsgründen, aber Sie können beide Titel finden, entweder Staat oder Republik. Dort wird diese Dreiteiligkeit der Seele, auf die ich hingewiesen habe, in diesen Vorstellung von Vortrag von heute, wird thematisiert, wird erklärt, wird ausgelegt. Dann haben Sie auch die Texte, der Anfang von Republik 7 bekommen. Am Anfang von Republik 7 wird der berühmte, es ist eine von den berühmtesten Stellen von Platon, die Republik, das heißt der Mythos von der Hülle, das Hüllengleichnis wird erklärt. Dann haben Sie vom Staat noch zwei Texte, wenn ich mich nicht irre, vielleicht sind mehr, ich habe mich in die Rechnung verloren, noch zwei Texte geschickt bekommen, das heißt, es handelt sich um Anfang bzw. Ende vom Buch 9, Anfang um Ende vom Buch 9, wo noch die Opposition um besonders die destruktive, zerstörerische Potenz von einer der Teile der Seele thematisiert wird. Das heißt, wir können antizipieren, es handelt sich um den begehrenden Seele, jene Teil von Seele, welche am engsten verbunden ist mit dem Körperhaften. Das heißt, man kann sofort sehen, es gibt eine Verwandtschaft zwischen Phaidon, eine Kontinuitätslinie zwischen Phaidon und Republik und Staat. Dann habe ich noch zwei Texte aus Platons Dialogen verteilt. Das heißt, eines ist Symposion, ist die ganze Rede von Diotimas Rede. Und das andere ist die Lobensrede, der Lobgesang von Sokrates auf Pheros innerhalb von Phaedros. Wir sind auch wichtige Texte. Bezüglich der Struktur der Seele, bezüglich auch der Bildung der Seele, mit der Beobachtung der Ideen. Wieder einmal stellt sich heraus, weshalb dieses Dokument über Schema-Idee interessant sein könnte. Hoffentlich, das heißt, das gehört zu meiner Verantwortung, das habe ich geschrieben, nicht Platon. Platon würde wahrscheinlich nicht so enthusiastisch begeistert sein, dass ich über ihn etwas sage und auch, dass ich über ihn spreche, aber so, er muss sich behelfen mit dem, was sozusagen der Kloster anbietet. Letztendlich habe ich diesen Text von De Anima verteilt. Es ist Aristoteles über die Seele, sind einige, nur zwei Kapitel vom zweiten Buch von Über die Seele, wo Aristoteles die Seele definiert, die Funktion der Seele in Bezug auf den Körper, auf den Leib und die Verhältnisse zwischen Seele und Leib und auch beschreibt die verschiedenen Teilen der Seele. Warum habe ich Aristoteles verteilt? Weil ich wollte, und das habe ich irgendwie auch hingedeutet in letzten Paragraphen von Vorstellung von Vortrag von heute, ich wollte, dass sie sozusagen einen Gegenpart zu Platon haben, sofort einen Gegenpart. Das heißt, kurz gesagt kann man sagen, in Platon ist zu beobachten, wiewohl auch wir verschiedene Texte in Betracht ziehen, ist es sowieso zu beobachten, Phaidon, in Republik, Staat, in Symposion auch, nicht so stark vielleicht, aber sowieso auch Symposion. Und in Phaedros ist immer zu beobachten eine starke Opposition
Gegensatz, Widerspruch, Kampf, Zwist, Zwietracht, unheilbare Zwietracht. Zwischen allem dem in der Seele oder allem, das in der Wirklichkeit das Körperhafte ist und allem, was in der Seele oder in der Wirklichkeit das Seelische ist. Das heißt, das, was zum Geist gehört. Innerhalb der Seele kann man sehen, besonders in der Republik, die Seele, welche mit dem Körper am engsten verbunden ist, opponiert immer den Teil der Funktion, der Vermögen der Seele, welche sozusagen auf die Idee sich richtet, mit der Idee verbunden ist, mit dem nicht körperhaften verbunden ist. Das heißt, es gibt in der Wirklichkeit und in der Art der Seele bei Platon, in Phaidon, in der Republik und auch vielleicht nicht in diesem Maße, nicht mit diesem Interesse, nicht mit diesen Unterstreichung, aber sowieso inneren Wesen, auch in Phaidros und Symposion, es gibt immer diese Opposition. Wenn wir hingegen einen anderen Autor nehmen wie Aristoteles, können wir sehen, dass das bei Aristoteles, das zwischen Platon und Aristoteles sozusagen bezüglich dieses Themas, der Interpretation von der Seele, der Interpretation von der Funktionen der Seele, der Teile der Seele, der Vermögen der Seele und bezüglich des Körperhaften einerseits, der Materiellen einerseits sozusagen, des ganz Materiellen einerseits und andererseits des Geistigen, des Seelischen, nicht, überhaupt nicht, sowieso nicht in dieser Masse, aber könnte man sagen, überhaupt nicht, diese Opposition, diese unheilbare Opposition gibt. Das heißt, Aristoteles stellt sofort ein Modell von Interpretation dar, bietet ein Modell von Interpretation an, das wirklich ganz, ganz, ganz anders ist als das Modell des Platons. Das bezüglich des Körperhaften, das bezüglich des Materiellen und bezüglich der Interpretation der Seele. Kurz gesagt könnte man sagen, wenn bei Plato immer zu finden ist eine Interpretation von Körperhaften und in der Rabe der Seele von Teil der Seele, welche mit dem Körperhaften, mit der Begierde sozusagen des Körpers, ist immer zu finden, eine Interpretation, welche dazu tendiert, in stärkerem oder schwächerem Maß, aber sowieso immer am Wesen ist, das zu sagen, dass das Körperhafte an sich selbst immer ein Entsichtlichungsfaktor ist. Das heißt, das Prinzip der Immoralität ist, der Unsittlichkeit, der Zergliederung, der Sitten, der Werte, der positive Werte. Entschuldigung, wenn ich das schaue, aber ich bin noch einmal verraten worden von, möchte, dass das nicht passiert mit dieser Einrichtung. Es ist zu sehen, eben diese präzise Linie. Das heißt, das Körperhafte ist etwas, das nur sozusagen gezähmt werden kann, aber sowieso an sich selbst zur totalen Immoralität tendiert und deswegen soll immer sozusagen gebremst werden, aber es ist wirklich ein Gegenfaktor in der Wirklichkeit zur Seelischen, zur Güte, zum Geistigen. Bei Aristoteles ist, würde ich sagen, diese Interpretation nicht abwesend. Wenn, wir können sagen, wenn bei Platon, besonders im Staat, wenn man den ganzen Dialog liest, den ganzen Dialog in der Praxis, bei Platon sich eine tragische Vision der Wirklichkeit und der Seele, der menschlichen Seele und auch der Gesellschaft sich durchsetzte, im Sinne, dass es immer zu sehen ist, einen Kontrast, ein Kontrast zwischen
diese zwei Potenzen, Körperhaftes und Seelisches, das ist, wie wir sagen, bei Aristoteles nicht der Fall. Das heißt, Aristoteles hat bezüglich der Interpretation der Seele, der Interpretation von Körper und Seele nicht eine Opposition, einen Zwist elaboriert und hat eher eine versöhnende, sozusagen eine versöhnende Darstellung erarbeitet, wie es schon zu sehen in diesem kleinen Text, den ich verteilt habe, aber dann ganz überall in der Anima. Und er hat nicht dem Körperhaften, dem Materiellen, diese, könnte man sagen, diese gegen die Moral gerichtete Tendenz, gegen die Sitten, gegen die moralischen Werte gerichtete Tendenz. Aristoteles hat an sich selbst nicht diese Vision gehabt. Gut, heute Abend sollen wir natürlich uns besonders beschäftigen mit Platon, aber ich denke, eben um die Inhalte von Platon besser vorkehren zu lassen, es ist auch gut, wenn auch verschiedene Modelle in Betracht zieht und sieht, wie Platon stark ist, wenn er spricht von Körperhaften, von Seelischen und von Zwietracht, von Kampf zwischen diesen zwei Teilen. Gut, das ist eine erste Einführung zu diesen Problemen, das heißt, was das Thema von heute Abend ist besonders dieses, das heißt Analyse der Seele und Analyse der Kämpfe zwischen der Seele und Analyse auch der Abhilfen, welche Platon verschlägt gegen diese Tendenz zur Immoralität vom Körperhaften und deswegen Tendenz zur Immoralität, die für ihn eine Gesellschaft insgesamt hat, eine Gesellschaft von Menschen natürlich und das Individuum an sich selbst hat. Das ist das Hauptthema von heute Abend natürlich. Und bevor ich mich weiter vertiefe mit diesen Themen, möchte ich natürlich fragen, ob es schon Fragen gibt, ob es schon einige Probleme gibt oder bis jetzt noch nicht öffentlich. So, dann können wir uns und wir diese Einführung fortsetzen und uns ein bisschen mehr vertiefen in die Texte. Sie können sehen, dass ich eben diese zwei Texte von Phaidon verteilt habe. Beide sind wichtig für dieses Thema. Ich habe jetzt vielleicht verloren, möchte auch für mich nehmen. Der erste Text, den Sie finden können, das heißt 64, liegt fast am Anfang von Phaidon und dort wird bezüglich des Problems von Körperhaften, von Materiellen, sozusagen der erste große Angriff auf das Körperhafte und die erste deutliche Deklaration von der Trennung zwischen Körperhaft und Seele, von der fast von Tod als eine Befreiung von Körperhaft und deswegen von Tod als etwas grundsätzlich Positives. Und auch von Körper und von Körperhaften, von Materiellem als der Ursprung von zum Bösen als sich selbst. Das heißt, dieser Text, Phaidon 64, ist, 64 und dann weiteres, enthält vieles in sich selbst. Das heißt, man könnte sagen, hier hat fast, kann man
sogar finden, eine Erklärung des Prinzips vom Bösen, der Ursache vom Bösen und des Problems vom Bösen. Das heißt, woher kommt das Böse? Das Böse kommt vom Körperhaften. Kommt von Einflüssen von Körperhaften. Kriege, Zwiste, kommen sofort, Kriege, Zwiste und alles andere kommen von Körperhaften. Und in diesem Sinne, kommen sofort, Entschuldigung, möchte nur das abschließen, in diesem Sinne ist die Befreiung von Körperhaften, das heißt, was normalerweise als Tod interpretiert wird, Phaidon erzählt an sich selbst als Dialog die letzte Stunde von Sokrates, bis zur Hinrichtung, bis zur Durchführung der Hinrichtung von Sokrates, ist der Tod an sich selbst, was an sich selbst befürchtet ist, ist etwas hingegen, das die Befreiung von diesem bösen Element bedeutet. Und in diesem Sinne wird fast am Anfang als etwas Positives ausgelegt. Ja, bitte? Wie trennt er die Seele vom Körperhaften? Bitte? Wie trennt er die Seele ab vom Körperhaften? Sie muss er sie trennen. Ja. Wenn sie auch ohne Körperhaftigkeit sein sollte, sozusagen. Ja. Ja. Ja, das ist etwas, das ist zu finden in verschiedenen Dialogen, hier in Phaidon, aber auch in Staat und auch in Timaios. Das Seelische ist verwandt mit den Ideen und in diesem Sinne ist verwandt mit dem Sein. Sein und mit dem Seienden, mit dem Unveränderlichen. Das Körperhafte ist an sich selbst verbunden mit der Wahrnehmung. Das heißt, man kann sagen, Seele im Sinne von obere Teil, edler Teil von Seele. Nicht Seele, welche mit der Körperhaften verbunden ist. Ja, in Phaidon ist noch nicht die Rede von der Dreiteiligen der Seele von der Republik. Ja, können wir sagen, wir haben Seele und Körper. Seele ist verwandt mit Intelligenz, mit Intellekt, mit dem Seienden, mit dem Unveränderlichen. Körper ist verwandt mit der Wahrnehmung, mit der Wobei der Wahrnehmung sozusagen ein Störungsfaktor für die Intelligenz gegeben ist. Das heißt, Wahrnehmung wird opponiert, wird im Gegensatz gebracht zum Intelligenz, zur Seele und zur Erfassung der Wirklichkeit, der wahren Welt. Körperhaftes ist verbunden mit der Wahrnehmung, mit Werden und mit der Veränderlichen. Und insofern auch mit dem Falschen. Das heißt, es gibt diese Position. Seiendes, Wahres, Wirkliches, von der Seele fassbar, hingegen Körperhaftes, Wahrzunehmendes, Veränderliches, Vergängliches und von der Wahrnehmung fassbar und Zerstörendes von der Intelligenz, von der innerlichen Frieden und an sich selbst Falsches. Es gibt diese große Differenz in Phaidon. Die lässt sich lesen durch den ganzen Dialog, nicht nur in den zwei Texten, die ich verteilt habe. Es ist, wird sofort vorgestellt und wird dann fortgesetzt mit verschiedenen Beispielen, natürlich je nach der Argumentation und so weiter. Natürlich dann ist zu sagen, ein großer Teil, ich habe nicht diese Teile verteilt, von diesen Passagen von Phaidon verteilt. Großer Teil von Phaidon wird dazu verwendet, die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen. Das ist auch ein Problem. Das heißt natürlich, die Seele wird immer wieder als unsterblich bewiesen mit verschiedenen Argumentationen und wird immer angenäher und als verwandt eingestuft mit dem Seienden, mit dem Wirklichen, mit dem Wahren, mit den Fortwährenden verbunden. Hier, wie ich gesagt habe, gibt es die
der erste Attack, die erste Attack, Entschuldigung, wenn ich, ich glaube, das ist gut, wenn ich jetzt.